So. Wenn ich das jetzt richtig komme, gehe ich in die richtige Richtung? Ja, nein, runter. Warte. Hier irgendwo. Komm. Hier. Ach komm, wir machen. Nee, wir. Ich, ach komm, wir machen Mickey. Ist egal, der ist gerade hier. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich bin immer länger an diesen komischen schwarz-weißen Orten. Es macht mir langsam Angst. Mach dir keine Sorgen, Mickey. Ich weiß, wie wir das alles in Ordnung bringen können. Aber ich brauche deine Hilfe. Was immer du brauchst, Andrina, sag es mir einfach. Wir müssen unsere Vorstellungskraft nutzen, um einige der Risse auf der Insel zu schließen. Wirklich? Ich habe gerade gesehen, wie sich der Ritter einen Riss geöffnet hat. Das ist perfekt. Zeig mir, wo er ist. Klar, folge mir. Danke, Kumpel. Flup, 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 flup. Er versucht mit Mulan anzubandeln. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da hat er ja die Richtige an der Seite, du. Da hat er ja die Richtige an seiner Seite. Eieiei. Aber ich möchte ihm halt ungern helfen, dass er Bell kriegt. Er hat Bell nicht verdient. Okay, hier ist der Riss. Alles klar. Was sehen wir hier? Hier sehen wir... Was ist das? Ein großer Stein, Inseln... Ja, mal gucken, ne? Hallo, du! Da ist er. Ein riesiger Zeitriss, genau wie du es dir gewünscht hast. Wie sollen wir ihn schließen? Merlin sagte, dass wir die Kraft unserer Vorstellung nutzen müssen. Das hört sich so an, als müssten wir beide etwas Kreatives herstellen und es hineinwerfen. Aber was sollen wir herstellen? Donnerwetter, das ist eine gute Frage. Oh, Magenknurren. Ich schätze, ich habe vergessen zu frühstücken. Ich könnte jetzt wirklich einen Hotdog vertragen. Kochen ist doch ziemlich kreativ, oder? Warum machen wir nicht ein paar Hotdogs und werfen sie rein? Nein, warte. Wenn es um Vorstellungskraft geht, dann müssen wir größer denken. Warum machen wir nicht einen Hotdog-Wagen? Ich werde ein paar Pläne entwerfen. Kannst du die Materialien besorgen, die wir brauchen? Hört sich gut an. Aber woraus soll er hergestellt werden? Oh, ich bin sicher, dass es hier auf der Insel einiges zu finden gibt. Ja, da hast du recht. Vielleicht fange ich mit ein paar Messing- und Bronzebarren an. Oh, bis ganz bald. Ja, bis ganz bald. Du kommst hier. Komm mit mir hier. Lass uns hier mal abhängen und so. So. Ach, Schnute klebt und Hände kleben vom Puffreis. Wie bei so einem kleinen Kind. Geh mal schnell waschen. Ja, mach mal, Proxima. Oh, ist das süß. Das würde ich auch ganz gerne mal. Wieder mal, dass es richtig alles so klebt und so. Wer bekommt denn das ganze Zeug auf der anderen Seite? Das werden wir herausfinden, denke ich. Warte mal, wir nehmen uns mal die Aufgabe rein. 8 Messing und, oh Gott. Hallo, Eve. Dankeschön. Acht Messing, vier Bronze. Kann ich mir das merken? Ja, kann ich. Ja, komm. 8 Messing. Zack. Vermutlich die Person, die ich nicht haben will. Meinst du Jafar? Ja, vielleicht machen wir das, was wir machen, auch falsch, ne? Dass er das noch braucht, um seine 8 zu vergrößern. Mir liegt Gaston noch schwer im Magen. Ja, das war, also die 10 Level mit Gaston waren schon übel, ne? Bin ich ja auch ganz ehrlich, ne? So, noch ein Schlückchen Kaffee und dann kann es weitergehen.
Darf ich nur ein kleines Tässchen? Den Hotdog-Wagen herstellen. Was ist denn ein... Jetzt bin ich ja mal gespannt, was ist denn ein Hotdog-Wagen? Der ist doch... Oh, der ist ja cool. Ein Hotdog-Wagen. Der sieht ja cool aus. So, haben wir. Zack. Oh Gott, der arme Mickey. Das sieht ja toll aus. Es fehlt nur noch eine Sache. Die Hotdogs. Oh, richtig. Aber wie es der Zufall will, habe ich ein ziemlich gutes Rezept dafür. Oh, und hey, als ich in dieses komische schwarz-weiße Welt gebracht wurde, habe ich diese tolle scharfe Soße gefunden, die du verwenden kannst. Ich fange sofort an zu kochen. Ich hoffe, wir gehen jetzt nicht bei uns kochen, wir gehen jetzt mal bei Remy kochen. Ich hoffe, dass wir nicht so viel Fleisch brauchen und auch noch bei Gaston da Fleisch holen müssen, weil Hotdog ist ja heißer Hund. Ah, Gaston ist hier drin. So, warte mal. Aber müssen wir das... Na, warte, hier, da müssen wir gucken, ne? Was haben wir hier eigentlich noch für ein Buch? Rezept für Wangtan-Suppe. Die müssen wir noch... Können wir bei der Gelegenheit nochmal lernen. Ich weiß nur nicht, ob das so gut war, dass wir das jetzt gemacht haben. Egal. Zwei Hotdogs sollen wir machen. Zwei Hotdogs. Okay, also wir brauchen wirklich Fleisch dafür, ne? Oh, wir haben alles da tatsächlich. Oh, da haben wir aber Glück, ne? Da haben wir echt Glück. Wir haben tatsächlich alles da. Boah, sieht der gut aus oder sieht der gut aus? Auch wenn es schwarz-weiß ist, aber... Ui, der sieht aber gut aus. Cartoon-Hund. Cartoon-Hund. Na, guck an. Dann hätten wir den ja eigentlich nur aus Pappmaché machen müssen, ne? So, den haben wir. Können wir abgeben. Ich lege sie in den Hotdog-Wagen. Tada! Jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Treffen wir uns am Riss. Genau, wir treffen uns am Riss. Gute Nacht an die Zwerge, lieber Philipp. Gute Nacht. Und dann an Trina ein Gruß. Sie sollen was Schönes träumen. So. Ja, hier sind wir richtig. Wollte gerade sagen. Ja, Mickey ist nicht ganz so schnell. In der Zeit können wir hier nochmal den komischen Stein hacken. Siehste. So, Mickey. Tja, da wären wir. Was machen wir jetzt? Wir müssen den Hotdog-Wagen in den Riss werfen. Oh, wirklich? Nach allem, was wir getan haben, um ihn herzustellen? Man muss Opfer bringen. Nun, wenn es hilft, die Insel der Ewigkeit zu retten, mache ich es. Wow! Hast du das gesehen? Sobald ich den Hotdog-Wagen hineingeworfen habe, ist der Riss verschwunden. Hotdog, es hat geklappt. Na, wer sonst denn? So. Aber jetzt kommen wir um die Hohlbirne wirklich nicht drum rum, ne? Wir haben noch Gaston. Gaston. Da. Ich erinnere mich an den schwarz-weißen Kaffee. Ja, der war auch gut. Der war... Hey du, warte! Nicht schlecht. Andrina, ich glaube nicht, dass deine Art, die Insel zu verwalten, die beste ist. Ich habe eine Liste gemacht, wie du hier alles verbessern könntest. Dann lass mal hören.
Erstens, mir gefällt es nicht, dass die Dinge schwarz-weiß werden. Du solltest das stoppen. Zweitens, braucht die Insel der Ewigkeit mehr Statuen von mir. Eine im Land der Uralten, eine in den funkelnden Dünen und eine im wilden Dschungel. Sonst noch was? Ja, drittens. Die Namen der Dinge auf der Insel müssen sich ändern. Ich dachte an Land von Gaston, die gastonischen Dünen und der wilde Gaston. Viertens, Insel der Ewigkeit, also bitte, jeder sollte diesen Ort Gaston nennen. Oder vielleicht Gastons Insel der Ewigkeit. Ist das deine komplette Liste? Wohl kaum, lass mal sehen. Mehr Begleiter für mich, tägliche Aufführungen, um meine Meisterleistungen zu feiern und irgendeinen nützlichen Apparat, um Eier direkt und schneller in meinen Mund zu bekommen. Oh, Bells Liebe und Bewunderung, die nur mir gilt, wenn du das schaffst, würden diese Sachen hier alles um einiges verbessern. Warum kommen wir nicht auf all das zurück, nachdem wir die wichtigeren Dinge auf der Insel geklärt haben? Also gut, was brauchst du? Ich brauche deine Hilfe, um diese schwarz-weißen Risse auf der Insel der Ewigkeit zu schließen. Ein sehr lästiger ist gerade in meinem Lager erschienen. Folge mir, ich zeig ihn dir. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss, wir sehen uns. Oh, mir wird schlecht. Ja, mir auch. Stell dir mal vor, ein Land mit Gaston. Ich würde... das Weite suchen. Oh, der hat einen Sonnenstich. Ich glaube, bei einem ist es nicht geblieben. Ups. Wo läuft er denn lang? Okay, dann laufen wir da lang, wenn es dir dann besser tut. Ach, hier kann man auch runter? Ach ja. Vergesst das immer. Oha. Siehst du dieses Ding? Es blockiert mein ganzes Lager. Ja, das ist ziemlich ärgerlich, aber ich weiß schon, wie wir das lösen können. Wir müssen gemeinsam unsere Vorstellungskraft nutzen und etwas herstellen, das wir hineinwerfen können. Vorstellungskraft? Ha! Wer braucht schon Vorstellungskraft, wenn man Stärke hat, Mut, Gerissenheit? Gaston, hast du Angst, deine Vorstellungskraft zu benutzen? Angst? Ich? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Angst. Aber das ist etwas, was ich noch nie gemacht habe. Das ist eher was für Belle oder ihren Vater Maurice. Du weißt schon, seltsame Leute. Wenn es etwas ist, das du noch nie gemacht hast, brauchst du vielleicht einen Trainer für deine Vorstellungskraft. Aber wer wäre denn in der Lage, mich zu trainieren? Ich habe genau den richtigen Glückshasen im Sinn. Ich werde Oswald fragen. Na gut, du darfst jetzt gehen. Wäre schön, lass uns mal abhängen. Dann werden wir uns den Oswald suchen. Ah, guck mal, jetzt haben wir zum Beispiel das Problem, dass Oswald nicht bei uns ist, aber wir finden ihn. Den bekommt er sogar nachts. Also ihr seid ja beide so eine Ballester-Schwester, ne? Gott und Manu. Er kriegt den Sonnenstich auch nachts. Oswald, ich brauche deine Hilfe. Es gibt einen Dorfbewohner, der Probleme hat, seine Vorstellungskraft zu nutzen. Kein Problem. Sag mir, wer es ist, und ich werde die Leute im Handumdrehen dazu bringen, sich schwebende Ponys vorzustellen, die Eiscreme essen. Es ist Gaston.
Niemals! Nein, ich helfe diesem Kumpel nicht. Er ist ein hoffnungsloser Fall. Sogar Oswald hat's erkannt. Ich habe neulich mit ihm geredet und er fing an zu jammern, dass er mich jagen und in einen Eintopf verwandeln würde. Oh, Gaston. Darauf kannst du deine Angelrute wetten. Lass mich dir einen Rat geben. Dieser Gaston hat ein Ego, das noch größer ist als sein Bizeps. Du willst ihn dazu bringen, kreativ zu sein? Bring ihn an einen Ort und zeige ihm etwas, das ihn an sein eigenes Heldentum erinnert. Das sollte genügen. Keine schlechte Idee, Oswald. Danke. Ich werde zurückgehen und mit Gaston reden. Oh, und mach dir keine Sorgen wegen der Sache mit dem Jagen. Ich werde dafür sorgen, dass das nie passiert. Okay. Willkommen zurück, lieber Philipp. Und, was hat der nervige Hase gesagt? Er meinte, du hättest ihm gedroht, ihn in einen Eintopf zu verwandeln. Bedroht? Ha! Ich habe nur darüber nachgedacht, wie leicht er zu jagen wäre und ob es sich lohnen würde. Am Ende habe ich entschieden, dass er viel zu zäh wäre, um einen zufriedenstellenden Eintopf zu ergeben. Damit das klar ist, keiner wird gejagt. Kapiert? Oh, na gut, aber du wirst mich nicht vom Schießtraining abhalten. Ich muss am Ball bleiben. Zielübungen sind okay, aber vergiss das erstmal. Wichtig ist, dass Oswald vorgeschlagen hat, dass wir eine kleine Inselrundfahrt machen. Eine Inselrundfahrt? Ganz genau. Wir müssen deine Gefühle anregen und dich an deine vergangenen Heldentaten erinnern. Also ist das der Ort, an dem ich hier auf der Insel der Ewigkeit das erste Mal Schiffbruch erlitten habe? Das war ein äußerst heldenhafter Moment. Das ist perfekt. Geh voran. Wer lästert hier über wen? Hier, die Lästerschwestern Grit und Manu lästern über Gaston. Das sind so zwei große kleine Lästerschwestern. Oh nein, ist ein Spaß. Wie war das mit den Träumen und den Flügeln und so? Wir sind da. Als ich auf der Insel Schiffbruch erlitt, trugen uns die Wellen bis hierher in die Wüste. Okay, Gaston, denk an diesen Moment. Erinnere dich an die salzige Seeluft, die Wellen, die gegen den Rumpf schlugen. Wie hast du dich gefühlt? Wie ich mich gefühlt habe? Hungrig, nehme ich an. Oh, das ist hoffnungslos. Vielleicht kann ich dich woanders hinbringen. Wenn ich das ganze Gebiet sehen und mir vorstellen könnte, wie es von den oben aussieht, das könnte vielleicht etwas auslösen. Tolle Idee. Lass uns versuchen, so einen Ort zu finden. Auf Wiedersehen. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, ja, das ist ein viel besserer Aussichtspunkt. Von hier oben muss das Schiff so winzig ausgesehen haben, wie eines dieser Schiffe in einer Flasche. Warte einen Moment. Ein Schiff in einer Flasche? Das wäre doch mal etwas Einfallsreiches. Da, wo ich herkomme, ließen große Kapitäne ein Flaschenschiff anfertigen, um sich an ihre berühmtesten Expeditionen zu erinnern. So etwas müssen wir auch machen. Wow, Gaston, ich bin beeindruckt. Das ist eine gute Vorstellung. Du fängst an, dir zu überlegen, wie das Boot aussehen soll. Ich gehe einige Materialien sammeln. Husch, husch, ich bin fertig mit dir. Oh, wenn ich dir noch... Okay,
Wir gehen nach Hause, denn wir müssen wieder basteln, vermutlich. Ja, das wird. So. Komm, wir gehen mal einmal. Ja. Wir brauchen 20 Weichholz und 8 Glas. Und mir kein Glas mehr? Ach komm. Wenn wir eins haben, dann ist es Sand und Kohleerz. So. Und jetzt, was machen, sollen wir jetzt machen? Komm her hier. Ach, 20 Weichholz. Muss ich die echt in der Tasche haben? Hartholz. Oh, wow. Was ist denn jetzt passiert? Was ist denn da passiert? Wir haben kein Weichholz mehr. Finden wir hier welches? Ich frage für einen Freund. Seit wann haben wir denn kein Weichholz mehr? Was ist denn da los? Glaubst du das? Okay, das ist 4 Stück noch. Ohne Worte. Du hast sie alle verbraucht. Das ist das. Noch 2. Komm. Hallo, Äffchen. Nee. Doch. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das ist kein Weichholz hier. Das ist. Weiß ich, wo wir jetzt Weichholz finden, ganz ehrlich. Das ist hier ganz anderes Holz. Hier liegt gar kein Holz rum. Okay, wir müssen wieder nach vorne, ne? Da kommen wir nicht drum herum. Wir müssen nach vorne. Das ist ein Ding. Ja. Das ist ja ein Ding. Was ist denn hier los? Der andere war es, hab's genau gesehen. Du brauchst dich nicht einschleimen. Das hilft nicht, Philipp. Das hilft nicht. Jeder. Das hat er jetzt klug gewählt, der Philipp. Er will sich nicht entscheiden. Er will jetzt nicht sagen, Andrina war es oder Manu war es. Ja, ein Schlauer, ne? So. Wir haben alle. Das ist ja ein Ding, dass wir kein Weichholz mehr hatten hier. Das ist nur ein Haufen Holz und Glas, Andrina. Ich bin nicht sehr beeindruckt von deinen Fähigkeiten, ein Schiff in einer Flasche herzustellen. Das sind nur die Materialien. Du musst es selbst herstellen, Gaston. Na los, lass uns loslegen. Wenn ich muss. So. Was meinst du? Es ist wunderschön. Natürlich ist es es. Es ist das Erste, was ich mir je vorgestellt habe. Und es ist perfekt geworden. Los geht's. Jetzt müssen wir es nur noch in den Riss werfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ja, wir rennen dahin. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Können wir da nicht hinspringen? Ist ja elend. Ich gehe außen rum, da bin ich schneller. Oder auch nicht. Da. Ja, brauchst gar keine Herzchen schicken hier, ne? Juhu, er ist endlich da. Das zu dem Thema, ne, mein Freund? Es ist so schön, es ist fast eine Schande, es dort hineinzuwerfen. Aber ich nehme an, ich kann es jederzeit nochmal herstellen. Ha! Hast du das gesehen, Andrina? Der Riss ist komplett zusammengeschrumpft. Alles dank meiner glorreichen Vorstellungskraft. Du gehst schon? Wie seltsam. Ja, die Hohlbeine sind los. So, jetzt müssen wir Merlin suchen. Ich hoffe, dass Merlin oben am Riss ist. Bitte, bitte. Nein. Merlin ist hier. Schnell Wächter, ja, da hast du recht. So, Merlin, mein Freund. Wir müssen reden. Ah, du bist zurück, Andrina. Konntest du einige der Risse auf der Insel schließen? Wir haben ein paar Risse geschlossen. Vorstellungskraft ist wirklich mächtig. Genau. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass es der Schlüssel ist, um Jafar zu stoppen. Wir müssen sofort zum Palast zurückkehren. Folge mir. Ich lüpfe meinen Hut. Ich lüpfe dir auch gleich deinen Lüpfer. Wir werfen Merlin da rein. Was haltet ihr davon? Seine Hirnzellen sind auch zusammengeschrumpft. Ich hole schnell ein Eis. Oh, ich möchte auch eins heute. Well, heute nicht. Morgen wieder. Morgen gibt es wieder Eis. Heute nicht. Da bist du ja. Siehst du das, Andrina? Der Rest ist schwächer geworden. Er wird vor unseren Augen immer kleiner. Haha, der Weg ist frei. Vielleicht kann ich mehr Dorfbewohner versammeln, damit wir unsere Vorstellungskraft nutzen, um andere Risse zu schließen. Während du dich ins Innere begibst, um Jafar ein für alle Mal aufzuhalten. Der Palast wird mit Sicherheit mit Relikten seiner Experimente übersät sein. Gehe also mit Vorsicht vor. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. So. Betritt den Palast durch die in der Promenade versteckte Falltür. Jetzt wird spannend. Oh oh. Oh, Eisschleckern von Grit mit Boxen. Okay. Sanduhr. Ups. Ach du Schande. Warte mal. Ah, da geht die Brücke. Okay, das ist für die Brücke. Alles klar. Also kommen wir jetzt hier rüber.
So, dann kommen wir aber nicht in die Tür rein. Das heißt, wir müssen hier wieder... So, jetzt ist die Tür wieder frei. Okay, alles klar, ich verstehe. Ich bin wieder da und der Acker hat Pause für heute. Oh. Es ist aber schön, dass du wieder da bist, liebe Sonja. Willkommen zurück. So, okay, hier ist ein Zeitglas. Hier kommen wir aber nicht durch, ne? Oh Gott, ich habe zweimal gedrückt. Warte mal. So, und dann können wir den bestimmt. Können wir den hier? Okay, warte. Gehen wir hier durch. Grünes Kistchen kann uns immer helfen. Sorry, wenn ich gerade so still war, aber wenn ich mich konzentriere, ist das immer so eine Sache. Oh, mal gucken. Oh, die Schuhe. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Durch die Tür kommen wir auch nicht. Aber kann man das Ding hier bewegen oder was? Man muss das Ding erstmal bewegen, oder nicht? Ah, guck mal. So, wird ein Schuh draus. Und jetzt nochmal. Ah, ja, guck mal, das Gitter war jetzt auch zu. Und da hinten ist jetzt... Ach, der hat ihn an den Knopf... Ah, okay, ich sehe. Jetzt kommen wir hier durch. Okay, wir müssen uns jetzt durch den Palast rätseln. Ich gönne euch beiden den. Ich gönne euch beiden das Eis. Lasst es euch schmecken. Okay, wir drehen am Zeitglas. Dann betreten wir den Palast. Oh weia. Oh weia. Okay. Ich werde jetzt die Dinger noch nicht wegmachen. Vielleicht brauchen wir sie noch. Also hier sind wir reingekommen. Jafars Labor. Erforsche den Palast, um den Schlüssel zu finden, der das Tor aufschließt. Ich bekomme später auch ein Eis, lieber ein Trainer, das würde jetzt schmelzen. Ja, okay, das ist gut, dankeschön. Das finde ich auch gut. Okay, hier kommen wir nicht durch. Hier kommen wir, ah ja, hier müssen wir dann mit den Schlüssel rein, alles klar. So, war ja. Wie gesagt, ich werde die jetzt hier alle nicht wegmachen, wenn ich das nicht muss.
falls es nachher noch nötig ist oder so. Hier haben wir wieder ein Zeitglas. Da können wir den hier drehen. Der ist an, aber wir brauchen noch eine Sicherung, ne? Pass mal auf, wir machen den hier nochmal zu. Ich denke, warte mal. Da ist der Schlüssel. Okay, alles gut. Wir brauchen noch die Sicherung. Was ist denn hier? Hier ist eine Tür. Da brauchen wir einen Hebel. Okay, oh. Was sagt der Rabe mir? Wer bist du? Jafar! Ich bin die Herrscherin von Dreamland. Oh Gott, sollen wir jetzt... kommt drauf an, wer bist du? Komm, wir fragen erstmal, wir sind vorsichtig. Ich bin eine Nervensäge. Eine Nervensäge? So nennt mich Jafar. Sag mir, was ich tun soll. Was möchte er, dass du tust? Hilfe bei Experimentieren. Wie der glänzende Schlüssel? Der Schlüssel, ich brauche ihn. Wie bekomme ich ihn? Einfach. Füttere mich. Mit was? Das schießt den Vogel ab. Ich wollte einen Ersatz für Jago ausbilden, aber stattdessen habe ich diese lästige Nervensäge am Hals. Er weigert sich, mir bei meinen Experimenten zu helfen. Er hat sogar angefangen, meine Geräte und Artefakte zu stehlen und weigert sich, sie zurückzugeben, wenn ich ihn nicht füttere. Und sein Geschmack ist seltsam. Er will nur Gerichte mit frischem Gemüse und verfaulten Meeresfrüchten. Ah, der Gestank ist widerlich. Okay, Gemüse und verfaulte Meeresfrüchte. Gemüse und verfaulte Meeresfrüchte. Warte mal. Ich muss diese Dinge an mich nehmen, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Hallo Frank, einen wunderschönen guten Abend. Also ich habe mir jetzt eine reife Karotte genommen, eine reife Muschel, reifer Fisch und eine reife Tomate. Und das muss ich kochen. Aber, übel. Ja, das ist natürlich, pass auf, ach ja, ist ja ganz einfach, ne? Müll. Okay, ich habe Müll produziert. Das will er wahrscheinlich nicht haben, hä? Er redet nicht mit mir. Komm, wir machen mal drei draus. Du brauchst 5 Zutaten. Ja, ich habe aber nur 4. Warte mal, wir drehen mal. Ah, guck mal, wir drehen mal. Pass mal auf. Da liegen bestimmt andere Sachen dort.
Das muss ich nehmen. Ich bin so blöd. Das muss ich nehmen. Bist du sicher? Bist du sicher, dass ich 5 nehmen muss? Wie geht's dir denn, Frank? Alles gut? Pass mal auf, wir nehmen jetzt eine verrottete Muschel, eine verrottete Tomate, einen verrotteten Fisch und eine verrottete Karotte. In der Hoffnung, dass es nur 4 sein müssen, auch nur wieder Müll. Aber was ist denn die 5. Zutat dann, wenn das... Frischem Gemüse? Ah, warte mal, ich bin so blöd. Frisches Gemüse und verfaulten Fisch. Oder? Warte. Frisches Gemüse, das heißt Tomate, Karotte, verrottete Muschel und verrotteter Fisch, richtig? Komm, sag, dass das richtig ist. Jawolla! Bingo! Guck an, du. Das ist ja... Wollen wir den jetzt füttern oder ja? Komm, wir füttern den jetzt. Ha, besser als Jafars Essen. Glänzendes Ding hier. Krächz. Ah, wir haben die Sicherung gekriegt. Hey, das ist nicht der Schlüssel. Nö, ha. Finde den Schlüssel. Schau mal, wo das glänzende Ding hinpasst. Das ist die Sicherung. Aber wir müssen wir jetzt nochmal zurück machen. Komm, wir machen das nochmal zurück, damit das ordentlich aussieht. Ja, danke schön, danke schön. So, wir wissen ja, wo die Sicherung rein muss. Oh, lass mich doch mal hier. Zuckel die Mucke, wir machen die Sicherung rein. Jetzt habe ich lauter so ein Zeug in der Tasche hier. Will auch keiner haben. So. Und dann müssen wir den hier mal schieben. Und zwar nach dort, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Nee. Hä? Ah, gucken wir mal. Nö. Die Richtung ist falsch. Uff. Jetzt. Tada! Und wir haben den Schlüssel. Haben wir noch was Schönes? Nö. Ja, Andrina gierig wieder, ne? Frage mich, ob man hier... Da kriegt man bestimmt nachher das Tor auf oder sowas. Aber ich habe jetzt nichts dergleichen gesehen. Was passiert, wenn wir dem noch ein Futter geben? Ich habe keine verfaulten Früchte mehr. Da. Da. Wir nehmen mal ein Vogelfutter mit, einfach mal, weil wir es können. Also, eine Tomate. Nein! Och. Eine Karotte. Eine verrottete Muschel und ein verrotteter Fisch. So. Mal gucken, ob wir die noch einen anbieten können.
Nee. Okay, aber für den Fall der Fälle haben wir was parat. Aber wir werden bestimmt hier nachher rein müssen, oder? Schauen wir mal an dem... sehen wir schon. Ah, okay. Okay, okay. I see. So. Hier vorne war jetzt nichts mehr. Ich will noch mal da mal gucken hier. Ist das der Ausgang oder was? Okay, hier kommt man wieder raus. Das wollte ich jetzt nicht. Aber das ist gut zu wissen. Dann sind wir hier wieder draußen. Alles klar. Alles klärchen. Super. Grüezi Gott, Frau Nachbarin. So, jetzt werden wir Jafar einen einschenken. Einmal auf die Nase. So, interagieren. Schlüssel. Gehe in den Thronsaal. Tja. Es gibt keine Möglichkeit, Jafar zu erreichen. Betritt den mysteriösen Zeitriss im Palast. Oh weia. Das zum Thema Filmsequenzen. Also hier liegt die Lampe drinne, die wir reingeschmissen haben. Das Schiff haben wir auch gesehen bei... Warte mal, können wir das hier auch zerstören? Geht doch. Hier ist Mickey. Hier ist der Filmprojektor, den wir reingeschmissen haben. Mickey, bist du das? Andrina, ja, ich bin's. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie bist du hierher gekommen? Das ist eine ziemlich seltsame Geschichte. Weißt du noch, wie ich ständig schwarz-weiß geflackert habe? Und die Welt um mich herum auch flackerte? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich geblinzelt. Und als ich meine Augen öffnete, war ich hier. Und jetzt kann ich nicht mehr nach Hause. Warte mal kurz. Du bist auch schwarz-weiß. Es hat etwas mit dieser Insel zu tun. Ja, es scheint, als würde dieser Ort in der Vergangenheit verstecken. Mickey, wir müssen hier weg. Jafar versucht, die gesamte Insel der Ewigkeit zu übernehmen.
Es muss einen Weg geben, diesen Ort zu durchqueren und Jafars Thronsaal zu erreichen, damit wir ihn aufhalten können. Du hast recht, Andrina. Hey, vielleicht gibt's hier irgendetwas, das uns helfen kann. Ich habe da drüben etwas gesehen, das wie ein alter Projektor aussah. Hallo Michael, einen wunderschönen guten Abend. Dieses Jahr ist nicht gut für uns, für keinen von uns. Michael, für keinen von uns. Okay, wir haben den Filmprojektor. Hey, es ist ein alter Filmprojektor. Du hast recht. Ich glaube, das ist der Projektor, den ich mit Eve und Wally gebaut habe. Wie ist der hierher gekommen? Wozu ist dieses Ding gut? Es scheint ziemlich nutzlos zu sein. Ach, wir dürfen nicht aufgeben. Es muss einen Weg geben, wie er uns helfen kann. Sag mal, hast du versucht, ihn einzuschalten? Ich drücke einfach auf diesen Knopf hier. Wow, hast du das gesehen, Andrina? Der Projektor hat ein Loch in den Himmel gerissen. Oh, okay, hallo. Und schau mal, was auf der anderen Seite ist. Jafars Thronsaal? Aber wie kommen wir da hin? Ich habe noch eine Menge anderen Müll auf der Insel entdeckt, den wir vielleicht gebrauchen können. Tolle Idee, wir können etwas herstellen. Ich mag deine Denkweise. Wir müssen uns nur etwas in den Kopf setzen, dann können wir alles erreichen, wenn wir zusammenarbeiten. Ich werde die Insel absuchen. Sag mir Bescheid, wenn du etwas entdeckst. Für mich ganz bestimmt nicht. Ich habe mich heute auf die Nase gelegt und mir das Handgelenk gebrochen. Ach, Michael. Bei dir reißt es ja wirklich nicht ab, ha? Okay, wir wissen, wir haben die Laternen. Oh, warte mal, hier ist eine Kiste. Oh, wie cool ist das denn? Oh nee, hier müssen wir was reintun. Okay, alles klar. Aber ich habe doch hier vorhin die Laterne gesehen. Wir haben die Laterne hier reingeschmissen. Und das Schiff, das Flaschenschiff, haben wir hier auch reingeschmissen. War das nicht hier? Doch, das war doch hier, ne? Da. Den Hotdog stand ja auch noch, genau. Stimmt, den tollen Hotdog-Stand haben wir ja auch hier reingebracht. Ja, mal gucken, was wir hier so finden, ne? Ich werde mal die Steine hier zerkloppen, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Aber es ist nichts zu sehen, ne? Also wir haben nur den Lampion. War das Lampion? Warte mal. Hier war doch die Kiste, ne? Was kommt da jetzt rein? Wir haben noch nichts, was wir da reinstecken können. Aber wir haben im Inventar schon diese Lampe. Ich muss mal Mickey fragen. Ein von dreien haben wir gefunden.